Hallo, Tristan hier, euer 1000 gute Gründe Gärtner. Ich lag jetzt 4 Wochen faul auf der Haut und habe nichts im Garten gemacht. Rächt sich jetzt, wir haben ein bisschen Arbeitsstau. Wie ihr seht, sieht es nicht wirklich gut aus. Laub liegt noch auf dem Rasen, der letzte Rasenschnitt wurde nicht gemacht. Meine Graskante ist auch nur noch zu erahnen. Hier fahren wir auf jeden Fall mit dem Rasenmäher drüber, sammeln alles ein, haben den letzten Schnitt damit auch erledigt. Und das, was nachher im Fangkorb ist, verwenden wir als Kompost im Beet. Der Ahorn, der ist komplett außer Form, den müssen wir noch zurückschneiden. Hier die geschossenen Triebe nehme ich raus, damit wir wieder eine Kugelform haben im nächsten Jahr. Die Rose, die kann komplett zurückgeschnitten werden. Löwenzahn, Acker, Schachtelhalm, das muss noch alles entfernt werden. Die Blätter, dann haben wir hier auch Gräser, die noch zurückgeschnitten werden müssen. Hier die Hortensie, da werde ich die Blüten rausnehmen, jetzt die alten Blüten, damit die mir nicht am Strauch faulen. Allerdings spiele ich hier mit dem Gedanken, dass ich in Kauf nehme, dass ich nächstes Jahr keine Blüte habe, dass ich die einmal komplett zurückschneide. Damit wird die im nächsten Jahr nicht blühen. Allerdings ist die mir für das Beet eigentlich schon zu groß. Kirschlorbeerhecke ist schon fast eine Wand. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ran. Da werde ich oben die jungen Triebe auf jeden Fall alle rausschneiden und die Form an den Seiten auch wieder herstellen, dass ich nächstes Jahr nicht 1,50 Meter lange Triebe rausschneiden muss, die dann auch schon fast armdick sind. Hier sowas schneiden wir natürlich auch vorher schon zurück. Die Pflanze kehrt eh ein, das sieht man daran, dass das Laub jetzt schon gelb wird. Hat keinen dekorativen Aspekt, schneiden wir auch komplett zurück. Danach werden wir das Beet noch abdecken mit Pinienrinde, um einfach die Bodenstruktur zu erhalten und die Stauden, die wir noch pflanzen werden, ein bisschen zu schützen vor Frost. Somit steht also noch einiges an. Ich fange damit jetzt mal an. So, den Rasen haben wir gemäht, war jetzt nicht der optimale Zeitpunkt, ist alles klitschnass gewesen, haben wir aber jetzt in Kauf genommen. Auf jeden Fall haben wir das Laub, was oben drauf lag, weg. Wir haben nochmal einen glatten Schnitt drüber. Viel mehr werden wir jetzt hier auch nicht machen. Hortensie hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die tatsächlich komplett zurückzuschneiden. Dadurch werde ich nächstes Jahr keine Blüte haben. Würde ich jetzt nächstes Jahr die Blüte haben wollen, würde ich nur hier schneiden. Heißt unter der Blüte vor den nächsten Augen. Weil hier ist schon die Blüte fürs nächste Jahr drin. Wie gesagt, ich schneide die jetzt komplett zurück, weil die mir einfach zu groß geworden ist hier für das Beet. Rückschnitt haben wir jetzt erledigt. Die Heckenschere kann also weg oder Rosenschere. Jetzt steht nur noch an, Wildkräuter entfernen, Laub aus dem Beet holen und damit machen wir jetzt mal weiter. So, die Kuh ist vom Eis geholt, mehr oder weniger. Wir haben alles gemacht, was wir wollten. Rasen ist geschnitten, die Rasenkante ist wieder ordentlich. Schnittgut haben wir in Boden eingearbeitet. Als Kompost haben wir ein bisschen Nährstoffversorgung. Wir haben die Stauden zurückgeschnitten, wir haben unsere Gehölze zurückgeschnitten, dass sie wieder in Form wachsen nächstes Jahr. Ich habe als Farbtupfer noch ein paar Golterien und Kalunen, Strukturkalunen dazu gepflanzt, damit es nicht ganz trist aussieht. Schlussendlich haben wir alles abgedeckt mit Pinienrinde. Sieht zum einen gut aus, nächstes Jahr kommen die Unkräuter nicht so schnell und die Struktur der Erde bleibt ein bisschen besser erhalten, das Porenvolumen. Ja, wie ihr seht, die Hecke ist wieder auf ein halbwegs normales Maß zurückgeschnitten. Da müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch dran. Die wird mir viel zu groß, die Triebe oben waren schon wirklich über Daumen dick. Das ist mir viel zu üppig.
Da sind wir aber erst im nächsten Jahr dran, da ist jetzt mit dem Frost zu gefährlich. Die Hortensien haben wir wieder richtig runtergeknüppelt, hört sich böse an. Übernächstes Jahr werden die richtig schön kompakt und auch wieder mit Blüte sein. Wenn ihr hier so Ecken habt, kehrt die Blätter ruhig darunter, das ist nicht Faulheit. Ihr könnt auch noch ein paar Holzscheide dazulegen. Das ist für unsere kleinen gestachelten Bros, die Igel, ein perfekter Platz zum Überwintern. Somit, wenn ihr noch Fragen habt, postet die gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt für heute erstmal fertig wie ein Lachsbrot und auch erstmal raus. Ciao.